interessieren, ist, wie das so, also früher die Entstehungsgeschichte auch von der Eiziva. Das ist ja, glaube ich, mein Urgroßvater, der da mit dem Spiel war, der das gegründet hat, wie das so gelaufen ist in dieser Zeit. Ja. Ja, das war ja so gewesen. Die Urgroßvater war der Rudi Eichenberger, war von Ölhansen Abstammung, ist am 25. August 1838 geboren und hatte Maria Sager geheiratet. Er hat sich zusammengeschlossen um 1860 mit dem Rudi Burger, von den nachmaligen Burgersöhnen. Die haben sich dazumal ein bisschen zusammengetan. Der Burger hatte ein bisschen mehr Geld als der Eichenberger. Der Bauer hatte den Eichenberger ein bisschen mehr Wissen gehabt. Er war ein bisschen mehr, wie man gesagt hat, früher der Krampfer. Also gewesen, oder? Die haben sich zusammengeschlossen. Also das erste Mal ist dokumentiert 1862, aber sie haben vorher schon ein bisschen zusammengearbeitet. Und das ist dann weitergegangen, bis sich der Rudi Burger und der Rudi Eichenberger getrennt haben. Und das ist 1872. Hat er mit einem Schreiben verfasst, an alle, so Personen, die er natürlich auch diverse kennt, als er jetzt selber eine Firma gegründet hat. Und die ist am 7. Februar 1872 ist der datiert. Und er ist dann natürlich auf Menziken runter. Weil er hat gefunden, auf der Burg oben ist nicht so ideal, weil der Burger dort oben ein kleines Zepter im Hang hat. Der Rudi hat sich dann wieder ein bisschen zusammengetan mit dem Albert, respektive mit dem Johannes Eichenberger. Der ist von der Linie Eichenberger Färbers Abstammung. Und der ist am 6. Juli 1831 geboren. Der Johannes Eichenberger und der Rudi Eichenberger haben dann die Firma in Menziken, Eichenberger und Company in Menziken gegründet.